So, ich begrüße Sie wieder recht herzlich. Heute möchte ich was über Signalflussgraphen noch sagen und hier folgende Aufgabe berechnen, die ich hier mal gleich reinkopiere. Nämlich darum soll es gehen heute. Wir haben hier einen Signalflussgraph oder eine einfache Schaltung, die wir uns vorstellen könnten wie eine Sender, wie einen Sender und einen Empfänger, die beide auf einer Antenne arbeiten bzw. von einer Antenne gespeist werden. Diese Antenne ist hier und sowohl der Sender als auch die Antenne werden als Signalquellen mit reinlaufenden Wellen AA für die Antenne und AS für den Sender dargestellt. Und hier BE haben wir einen Empfänger und wir wollen im Prinzip ausrechnen, wie groß ist nun BE in Abhängigkeit von AA und AS, wobei wir hier zwischen den einzelnen Pfaden immer Koppler haben. Das könnte ein Zirkulator sein und natürlich die Antenne nur einen endlichen Reflexionsfaktor hat, der Empfänger hier auch nur einen endlichen Reflexionsfaktor hat und der Sender selbstverständlich auch. So, das schauen wir uns nun näher an und versuchen es mit Hilfe der Signalflussgraphen zu erledigen, das Problem. Moment, da möchte ich jetzt zunächst mal das hier noch ein bisschen in die Seite schieben. So, jetzt ist es sogar ein bisschen rausgeschoben. Okay, und wir können weitermachen. Also, was wollen wir haben? Berechnen Sie nun die Größe BE abhängig von AA und AS. Ja, was letztlich passiert ist, dass wir von AA mit K auf BE kommen, das ist dieser Punkt, aber dann natürlich hier auch noch eine Rückkopplung vorliegt. Wir können also aus Sicht von BE und AA die ganze Geschichte deutlich vereinfachen. Ich fange mal in einem ersten Schritt an hier, indem ich hier mein AA identifiziere. Das ist nicht der Punkt, da RA und sonst was habe. Ich mache aber erstmal gleich hier weiter mit hier dem Koppler K, der auf BE geht. Und dann haben wir hier die ganze große Schleife, die dann einmal die Kurve kriegt mit RE mal K mal RS mal K mal RA. Ja, was liegt vor? Im Prinzip ist das hier nur wieder eine Rückkoppelschleife. Ja, und so können wir es dann auch auffassen. Wir können also hier die Schleife wegdichten und es bleibt bestehen der Beginn AA. Den muss ich noch hinmalen, dann BE und hier die gesamte Rückkopplung mit RE, RS, RA, K hoch 3, sodass wir am Ende das Ganze auflösen können aus der Sicht AA, AA auf BE. Ups, da habe ich das K vergessen. Mit K durch 1 minus RE, RS, RA, K hoch 3. Das war's schon. Fast das gleiche oder etwas sehr Ähnliches können wir machen für AS. Das ist noch gewünscht. Müssen einfach gucken, was sich geändert hat hier. Wir brauchen AA an der Stelle jetzt nicht mehr zu betrachten und würden jetzt nur noch schauen, wie kommen wir jetzt von hier zu BE. Ich zeichne den Weg mal nach. Das ist natürlich das hier. So, nämlich K² RAK, also K mal RA. Und die Schleife ist immer noch die gleiche, mit der wir komplett einmal
rumgehen. Auch hier k, 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 also k hoch 3 und alle Reflexionskoeffizienten, sodass wir jetzt zu von AS auf BE kommen. Ich mache das mal mit dem großen E, mit fast dem gleichen k Quadrat mal RA durch 1 minus RE, upsa, RS RA k hoch 3. So, und damit sind wir jetzt bei der physikalischen Interpretation. Also hier können wir schon mal die beiden Zwischenergebnisse oder Endergebnisse eigentlich angeben. So. Und kommen jetzt zu der technischen Fragestellung, welchen der Reflexionsfaktoren Rho oder R, A, E oder S muss man optimieren, um Sender und Empfänger möglichst gut zu entkoppeln. Wir wollen ja eigentlich K groß haben, K nahe 1, das ist das Ziel, denn ansonsten würden wir in dieser ganzen Mimik hier ziemlich viel verlieren. Den Pfad in der Tat bräuchten wir eigentlich nicht. Also da könnten wir uns sogar fast wünschen, dass der nicht da ist. Das kriegen wir aber so nicht hin, denn die sind ja alle an einem Device angeschlossen und müssten den eigentlich möglichst wegkriegen. Also der wäre schon schön, wenn der weg wäre. Ja, aber es nützt uns nichts, um den Empfänger zu schützen. Also der ist auch eigentlich kein großes Problem. So, also können wir doch wieder da lassen. So. Das, was ein Problem ist, ist natürlich, dass der Sender hier, der mit potenziell einigen Watt oder sowas hier aussendet, uns der Empfänger hier an der Stelle zerstören könnte. Und damit das nicht passiert, können wir das K nicht klein machen und das K nicht klein machen, sondern müssen zusehen, dass RA hier optimiert wird. Und das ist eben auch die Antwort an der Stelle hier. RA sollte minimiert werden, damit möglichst wenig Energie vom Sender in den Empfänger gelangt. So.